YouTube-Fans. Heute mit mir mal eine kleine Episode, in der ich ein bisschen male und euch ein wenig was dazu erzähle, was ich male, wie ich es male und auf was ich achte oder auf was man achten sollte, meiner Meinung nach. Hier seht ihr schon den Hochelf, ein Schwertmeister, das ist oder das wird der Champion der Einheit. Im Hintergrund sind dann auch schon die anderen versammelt und hier vorne dran habe ich euch schon mal gezeigt, wie kommt man zu diesem Schritt, was muss man dafür alles tun, was habe ich dafür gemacht und jetzt so ein bisschen live zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich will jetzt hauptsächlich mit den Haaren anfangen. Die Haare sollen bei mir ein wenig so in den blond-braunen Bereich gehen. Dazu habe ich zunächst einmal, das seht ihr auch am Anfang, das ganze Modell schwarz, sieht man hier noch, schwarz gesprüht und dann von oben mit weiß, einfach um schon mal ein bisschen Kontrast reinzubringen und das wirkt eigentlich bei dem ganzen Modell schon ganz gut. Bei dem sieht man das jetzt nicht so schön, hier bei denen sieht man es ganz gut. Hier mit dem hellen und mit dem, na, so seht ihr es auch, hier mit dem hellen und dunklen Blau, dann auch als Übergang. Das ist dann ohne große Effekte schon draufzulegen schon gar nicht so schlecht. Ja, unsere Haarfarbe, hier seht ihr sie schon aufgetragen. Ja, so sieht man es. Die wird einfach jetzt mal aus dieser Farbe hier entstehen. Zunächst einmal. Ganz wichtig, wie fast alle Farben, auch hier die Citadel-Farben verdünnen. Ich benutze dafür immer eine Pipette, um ein wenig Wasser in die Farben zu geben. Und das Ganze habe ich mir jetzt hier auch schon mal vorgemischt. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal an, das Ganze aufzutragen. Dafür nehme ich mir ein wenig Farbe auf meinen Pinsel. Zeige ich euch auch mal hier. Gott, guck, ein bisschen vor der Hand. Weiß nicht 100%, ob ihr es dann nachher genau seht, aber nicht zu viel Farbe, nicht zu wenig Farbe. Aber lieber zu wenig als zu viel. Ist komisch, aber so ist es am besten. Und dann fangen wir an, ihm hier die Haare anzupinseln. Was ist wichtig? Ja klar, natürlich versuchen einigermaßen genau zu malen. Nicht, dass man nachher sich noch was schon Fertiges versaut. Das wäre jetzt hier in meinem Fall hauptsächlich die Rüstung und den oberen Bereich des Schwertes. Den habe ich mit der Airbrush gemacht. Einfach, weil es schnell geht und weil es ganz gut aussieht, denke ich. Auf jeden Fall sieht es besser aus, als wenn ich es von Hand male, weil die Highlights so fein hinzukriegen, das braucht von Hand doch deutlich mehr Zeit. Und das geht mit der Airbrush eigentlich super schnell. Hier bei den Haaren ist es jetzt so, das werdet ihr sehen, ja, was macht er denn da? Ich male gar nicht immer alles 100% aus. Natürlich, wenn jetzt wie hier die Haare Farbtöne haben von den von der Rüstung oder etwas in der Richtung, das muss natürlich weg, ne? Das ist klar, das müssen wir wegmalen. Aber wenn ich jetzt hier an irgendwelche Schattierungen komme, die Farbe ist sowieso schon sehr dünn und dann kann das auch mal sein, dass ich einfach mal wie hier, ich weiß nicht, ob man das sehr gut sieht, hier in der Mitte einfach mal ein paar dunkle, tiefere Stellen lasse. Natürlich, der obere Bereich, der muss schön mit Farbe bedeckt sein. Das gibt dann nachher nochmal einen schönen Kontrast und auch schon mal erste Highlights, ohne großartig was dafür gemacht zu haben. Denn, wie ihr vermuten könnt, arbeiten wir später dann mit einer Wash. Und die geht dann natürlich in die Vertiefung von dem Modell und hilft uns dabei, Schatten zu kreieren und dem Ganzen eine Raumwirkung zu geben, ne? Das Ganze ein bisschen tiefer zu machen, so dass man hier ja, Konturen sieht und dass das Ganze ein bisschen realistischer aussieht. So, hier unten haben wir jetzt noch ein bisschen was und dann schauen wir mal. Jawohl. Hier oben noch ein wenig. Dann sieht das doch schon ganz gut aus.
Hier sieht man jetzt auch ganz klar, was dieser Effekt bringt, dass man es vorher mit Weiß und mit Schwarz vorgrundiert hat. Die Haare werden im unteren Bereich direkt deutlich dunkler als im oberen Bereich, ohne dass wir hier highlighten müssen oder irgendwas schon vorbereiten oder dergleichen. Das ist schon super praktisch, also ich kann das jedem nur empfehlen. Ich habe jetzt noch gehört, dass man das Ganze, wenn man es jetzt nicht direkt so einen starken Kontrast haben möchte, natürlich auch mit Grau machen kann, dass man Schwarz-Grau benutzt oder, was anscheinend viele benutzen, was ich auch demnächst mal ausprobieren werde, ist Braun. Braun einfach, weil es auch eine dunkle Farbe ist und ja, aber natürlich nicht so dunkel wie Schwarz, das ist ja klar. Und demnach soll dann, wenn ich später nochmal mit einer Wash wie Nullen Oil zum Beispiel dran gehe, das Ganze eine weichere Tiefe bekommen, sag ich jetzt mal. Also der Übergang von dem ganz tiefen Schwarz von der Schatten zu der eigentlichen Hauptfarbe wird dann ein wenig weicher. Ja, ob das stimmt, keine Ahnung. Das werde ich ausprobieren müssen. Mal sehen. Ich denke, das wird spannend. Wenn das funktioniert, werde ich das natürlich mal für viele meiner Miniaturen so versuchen. Weil mit was ich im Endeffekt grundiere, das ist eigentlich wurscht. Das ist nicht so wichtig. Hauptsache, man hat da was grundiert. Das ist wichtig. Damit die Nachfolgefarben gut halten und damit da auch schon mal ein klein bisschen was an Kontrast drauf kommt. Das ist ganz gut. Ja, wie soll es weitergehen? Was mache ich noch? Also, ich habe hier eine Demo-Figur fertig. Die steht hier links neben mir. Die zeige ich euch jetzt nicht, sonst wisst ihr schon, wie es ausgeht. Aber daran orientiere ich mich. Was ich noch gar nicht weiß, wo ich noch mit mir richtig am Hadern bin, wie es da weitergehen soll, ist der Standartenträger. Und zwar nicht jetzt irgendwie der Armee-Standartenträger oder was auch. Es ist wirklich nur der Standartenträger dieser Einheit. Ich komme ich gleich zwar erst hin, aber ich zeige ihn euch schon mal. Das ist er hier. Ja, er hat dieses Blau wie alle anderen. Er hat ein schönes Banner, finde ich. Das ist auch schon hier, wie man sieht, schon ein bisschen vorgehighlightet durch das Ganze mit dem Schwarz-Weiß. Nur, was mache ich? Ne? Wie soll ich dieses Banner gestalten, anmalen? Ich bin mir noch unsicher. Wenn ihr eine Idee habt, klar, immer her damit. Ich habe überlegt, vielleicht male ich das auch wieder in diesen Weiß-Gold oder in diesen helleren Goldtönen und in diesem Rot-Gold an. Würde dann natürlich passen. Gibt aber natürlich nicht so einen schönen Effekt. Male ich mit Weiß. Klar, Weiß geht, muss ich aber jetzt dazu sagen. Weiß ist nicht meine bevorzugte Farbe, mit der ich arbeite, außer fürs Grundieren. Oder mal für kleinere Bereiche oder ja, sowas in der Richtung, weil Weiß malt sich einfach nicht besonders gut. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Also besonders gerne arbeite ich nicht mit Weiß. Mit reinem Weiß natürlich. Alle anderen Abstufungen gehen da wieder viel besser. Natürlich, umso dunkler es wird, umso einfacher wird es. Aber, naja, bin da kein Riesenfan davon. Was ich hier jetzt mache, kann ich auch jedem nur empfehlen. Viele sehr gute Painter machen das Ganze natürlich meistens mit Kork, dass sie ihre Modelle auf Kork stellen, um dort gute Bewegungsfreiheit, glaube ich, kann man das gut nennen, gute Bewegungsfreiheit zu haben, um die Figur zu drehen beim Malen. Weil, damit ihr überall drankommt, müsst ihr das Modell zwangsläufig drehen und wenden. Sonst kommt ihr nicht an alle Stellen dran. Da muss ich sagen, als ich mit dem Ganzen hier angefangen habe, also mit dem Hobby an sich, man mal so seine ersten Malversuche unternommen hat, war das gar nicht so einfach. Wie drehe ich das Modell? Wo drehe ich das Modell hin? Drehe ich das Modell überhaupt? Da hat man auch gerne mal große Stellen des Modells vergessen, wo man nachher dann von seinem Mitspieler gefragt wurde, sag mal,
hast du das absichtlich gemacht oder wolltest du da keine Farbe hinhaben? Was war da los? Das ist dann natürlich schon irgendwie blöd, wenn man denkt, oh, man hat das ja eigentlich ganz gut bemalt, aber hat irgendwie 20% des Modells einfach mal vergessen. Das ist der Anfang, aber das passiert, glaube ich, jedem mal gerne. Passiert mir auch heute noch, dass ich sage, ach Gott, was ist denn da? Da ist ja noch Teile vom Modell, Teile der Rüstung, wie auch immer, völlig unbemalt. Ist mir bei denen hier auch passiert, wo ich plötzlich gesehen habe, fehlt hier noch eine Schulterplatte. Ist einfach so, dass hier sind, glaube ich, insgesamt 21 Modelle. Und wenn man 21 Modelle immer mit dem gleichen Schritt bemalt, so mache ich es, dann ist es halt eben irgendwann stupide und langweilig. Dann passiert einem das schon mal. Vielleicht da auch mal eure Meinung dazu. Wie malt ihr? Malt ihr in Steps? Sprich, wie ich jetzt hier immer die Haare, dann die, weiß ich nicht, die Waffen, die Augen, die Rüstung danach. Oder malt ihr immer mehrere Schritte eines Modells oder sogar ganz Modelle in einem fertig? Wie macht ihr das? Könnt gerne mal dazu was in die Comments schreiben. Teilt euch mit. Ist immer sehr interessant zu hören, wie das andere machen, weil wie man es selber macht, muss ja nicht immer der Weisheit letzter Schluss sein. Demnach scheut euch nicht, schreibt in die Comments. Ist bestimmt sehr interessant, da auch mal vielleicht noch neue Techniken zu lernen und zu hören, wie das andere so machen. Ja, mit der Armee hier, das soll, insofern ich das noch schaffen sollte, eine Armee für im November werden. Da ist hier bei uns in der Umgebung eine Convention quasi. Und da will ich vielleicht, sofern das Ganze funktioniert, mit dieser Armee hier antreten. Ist noch ein weiter Weg, weil bis jetzt ist noch nichts angemalt, eigentlich noch gar nichts angemalt. Diese Modelle hier sind ja jetzt auch noch nicht fertig. Ambitioniertes Ziel von mir, würde ich sagen. Aber ich versuche da auf jeden Fall dran zu bleiben. Also im Moment sieht es so aus, als ob ich ein bisschen mehr Zeit haben sollte. Der Job lässt mich da ein bisschen mehr machen, was die ganze Zeit nicht ging. Demnach gab es auch keine Videos. Battle Reports will ich noch ein paar machen, aber primär ist natürlich jetzt mal wichtig, hier die Modelle hinzukriegen und zu gucken, dass die Armee spielbar wird. Es steht nämlich auch noch gar nicht fest, was das für ein Comp-System wird. Nur für alle, die es nicht kennen, Comp-System einfach ein kleines Beschränkungssystem, nenne ich es mal, was man spielen darf auf dem Turnier, wofür gibt es vielleicht sogar Strafpunkte, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Im privaten Bereich spielt man ja meistens, ich sag mal auf gut Deutsch, frei nach Schnauze, das heißt, bring das, was dir gefällt, stell hin und dann gibt's auf die Omme. Auf Turnieren ist es oft so, weil es dort Kombinationen gibt, die gefürchtet sind, Einzelmodelle, die völlig überzogen sind, dass die nicht zugelassen sind oder nur in abgeschwächter Form, dass dann eventuell der Rest der Armee dementsprechend schlecht, zum Vergleich jetzt natürlich schlecht, sein muss. Und ja, so irgendwas in der Richtung wird es wahrscheinlich sein. Demnach weiß ich noch gar nicht, ob das Comp-System zulässt, dass ich meine Armeeliste, die ich mir hier ausgedacht habe, mit denen, ob ich die so überhaupt spielen darf, weil das kann sein, dass das System das gar nicht zulässt und ich demnach doch wieder meine Vampire spielen werde. Vampire ja im Moment ein Riesenthema, aufgrund von Nagash und der Endzeit habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht. Auf den freue ich mich ganz besonders, wenn ich den anmalen darf und bauen darf, weil dazu werde ich dann auch gleich eine, neue Armee ist es nicht, aber eine stehende Armee etwas ummodeln. Ich habe mir vorgenommen, meine Vampire ein wenig zu verändern und zu sagen, ja, das wird eine Undead Legion, wie sie sich jetzt nennt, sprich Khemri und Vampire in einem, vereint unter Nagash. Nagash wird da wahrscheinlich nicht so sehr häufig dabei sein, weil gar nicht zwingend, weil alle so viel Angst vor Nagash haben. Nagash ist, keine Frage, super mächtig, 1000 Punkte wert,
Die kann der auch locker reinholen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber was passiert? Ich spiele Nagash. Ja. Der Gegner weiß das. Der Gegner hat auf jeden Fall in meinem Spielumfeld entweder Kanonen oder eine Brechereinheit, die Nagash im Nahkampf ja, besiegen kann. Aufgrund von Gliederbonus und was weiß ich. Das ist jetzt nicht so schwer. Es wird entweder darauf hinauslaufen, dass Nagash so unglaublich mächtig agiert, weil ich halt eben meine Magiephasen gepusht bekomme, dass er das Spiel entscheidet. Sprich, ich krieg so viele Modelle beschworen, dass er einfach nicht zu kontrollieren ist. Oder der Gegner geht in der ersten Runde hin, ich sag mal, mein Imperiumsgegner geht in der ersten Runde hin, hat Glück, trifft mit seinen drei Kanonen und schießt mir einfach weg. Entschuldigt die kurze Unterbrechung bitte, mich hat gerade die Batterie meiner Kamera verlassen und ja, ich habe es nicht direkt mitbekommen, demnach habe ich noch ein bisschen weiter gequatscht. Was ihr jetzt im Video das letzte gehört habt, war ja, über Nagash und dass man ihn mit Kanonen, so glaube ich, super schnell wegballern kann. Und deshalb die Spiele mit Nagash gegen Nagash, ja, weiß ich nicht, ein bisschen mehr wie ein Coinflip sind, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, wir malen noch ein bisschen weiter, quatschen noch ein bisschen darüber. Besser gesagt, ich quatsche und wenn ihr wollt, könnt ihr zuhören. Ansonsten glaube ich aber, dass Nagash doch natürlich durch seine ganzen Beschwörungen Spaß macht. Mächtigster Magier, ja, er ist schon extrem mächtig, aber was die besonderen Charaktermodelle angeht, glaube ich nicht, dass er wirklich so das oberste Ende der Nahrungskette ist. Er hat ein Problem und das ist grundsätzlich natürlich auch irgendwo ein Vorteil. Aber sein größtes Problem ist einfach, dass er kein Infanteriemodell ist und sich somit mit nur, in Anführungszeichen, einem, ich glaube, 4 plus Rüstungswurf und 4 plus Rettungswurf, er kann sich nicht in Einheiten verstecken. Das ist schon bezüglich besagter Kanonen ein Riesenproblem. Er kann unglaublich mächtig zuschlagen mit seinen Heroic Killing Blows und was weiß denn ich. Also das ist schon richtig gut, was der kann, aber ob der so weit kommt, ist halt eben wieder mal die Frage. Weil es gibt ja genug Völker, die Kanonen haben, die Giftbeschuss haben. Ne? Skaven zum Beispiel sind da auch natürlich sehr stark. Und es gibt auch andere Magier, die extrem starke Magie haben. Beste Beispiele dafür gehört zu dem Volk, das ich gerade anmale. Ich habe ihn auch hier. Der gute Mann, Teclis. Meiner Meinung nach einer der zwei, drei stärksten Modelle, also spielbaren Modelle, die momentan bei Warhammer zur Verfügung stehen. Noch dazu zähle ich Kairos. Kairos ist auch unglaublich mächtig. Epidemus würde ich sagen, aber nur, also eher nicht selbst, sondern mehr so dann die Armee, die um Epidemus rumgebaut werden kann oder auch wird. Und ich glaube Archon. Der ist auch richtig fies, weil er im Gegensatz zu Nagash kann sich mal genüsslich in eine Einheit verziehen, hat einen sehr, sehr starken Rettungswurf und hat mit seiner Waffe, ja, da braucht man nicht viel dazu zu sagen, also wenn der es wissen will, kommt er halt eben mit seinen 10 Attacken Stärke 5, glaube ich. Ich habe das aktuelle Buch jetzt nicht hier, aber ich glaube, es waren 10 Attacken Stärke 5 und Rüstungswurf ignorierend. Ja klar, trifft sich bei einer 1 selbst,
aber muss sich dann auch erstmal verwunden und muss dann noch durch sein Retter kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das diese oder letzte Edition ist, vielleicht kann mir da ein Chaos-Spieler mal auf die Sprünge helfen, aber ich glaube, er hatte einen 3+-Retter. Habe ich noch so im Kopf. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist er schon sehr, sehr mächtig und kommt ja in der Regel nicht allein. Hat meistens Chaos-Retter dabei, die jetzt natürlich durch die Moloche nicht mehr, also durch diese, wie sind so Schädelbrecher, nicht mehr ganz so mächtig sind, aber ja, es sind immer noch Ritter, sie haben immer noch einen sehr guten Rüstungswurf, haben immer noch entweder verzauberte Waffen oder Lanzen. Das heißt, an Stärke mangelt es denen nicht. Und sie gehören sowieso zum Chaos, also von daher, da ist schon ganz schön Power dahinter. Das ist mal so meine Meinung zu den besonderen Charaktermodellen. Natürlich, klar, gibt es auch noch andere sehr gute Charaktere, aber ich zähle die jetzt im Besonderen zu den stärksten. Bei uns im Umfeld wurde auch ganz oft sich über die Hochelfen unterhalten. Über die besonderen Charaktere der Hochelfen wurde oft gesagt, ja, Tyrion ist sehr stark, Teclis ist sehr, sehr stark, Alariel, glaube ich, heißt sie, die Strahlende, ist unglaublich stark mit ihrem Banner, mit diesem nochmal plus 4 auf ihre Zauber. Das wäre extrem stark. Ja, was Buffs angeht, ist das extrem stark. Und auch die Lehre des Lebens harmoniert meiner Meinung nach mit den Hochelfen ganz gut. Was einem fehlt, oder was mir besonders fehlt, wenn ich das spielen würde, ist der Druckaufbau. Man bekommt zwar die Buffs einigermaßen gut durch, aber man zwingt den Gegner, vor allem so ein bisschen im Early Game, also im frühen Spiel, gar nicht so dazu zu bannen. Kann sich das weitestgehend aussuchen, was er jetzt bannen möchte, weil, ja, okay, meine Elfen haben dann, oder eine Einheit der Elfen hat dann plus 3 Widerstand, mal zum Beispiel, oder hat dann Regeneration, oder ja, sowas in der Richtung. Aber was bringt mir das? Wenn ich eh nicht vorhabe, als Gegner diese Einheit anzugreifen, ja, bitteschön, viel Spaß mit deinem plus 3 Widerstand. Schussstarke Armeen, Zwerge oder so, okay, ja. Die können dagegen Probleme dann haben mit ihrem Beschuss. Aber so wirklich Druck mache ich da auf den Gegner nicht. Und jetzt spricht leider wieder der Turnierspieler aus mir. Im Freundschaftsspiel ist das gut und schön. Aber was bringt es mir, wenn ich keinen Druck auf den Gegner aufbaue und sage, okay, ich habe irgendwo für mich die Ambition, bei diesem Turnier sehr gut abzuschneiden, das Turnier zu gewinnen, ja, jetzt mal in weiter Ferne gedacht oder sowas, dann kann ich nicht drauf spielen, ja, ich habe einen knappen Sieg, ich habe einen unentschiedenen Gutes. Klar macht man das manchmal bei schlechten Matchups. Da versucht man sich erstmal zu retten, sag ich mal, was die Punkte angeht. Und dann guckt man mal, geht noch was. Aber was habe ich davon, wenn ich sage, ich warte mal ab, lass den Gegner mal machen und der Gegner macht nichts. Der Gegner weiß, okay, wenn ich hier jetzt irgendwie nur zucke und drauf gehe, ist das Spiel im Eimer. So nehme ich mir mein Unentschieden und guck mal im nächsten Spiel, komme weiter. Vielleicht ist es dem auch egal, wo er landet. Das sind halt eben so Überlegungen. Und dann ist die Lehre des Lebens. Bewohner der Tiefe, ja, kann wehtun, aber ansonsten, was hat diese Lehre? Diese Lehre hat nur Buffs. Deshalb sehe ich Alariel als gar nicht so stark an. Also, zumal man dann natürlich auch noch einen Armeestandartenträger dabei haben muss, der auch noch das Banner tragen muss. Das bedeutet, der Armeestandartenträger hat nichts. Der hat ein Banner, der hat eine Drachenrüstung von mir aus noch und ein Schild. Der hat keinen Retter,
klar, wenn ich da jetzt noch einen Weißmagier drin habe, bekommt da vielleicht im besten Fall einen 5 plus Retter, wenn der Gegner irgendwie schläft. Aber was habe ich dann? Dann habe ich einen 4 plus Rüster, einen 5 plus Retter für meinen Armee-Standartenträger, der in der Regel irgendwo im ersten Glied steht. Wenn er das nicht macht, dann muss ich auch nicht unbedingt einen Armee-Standartenträger haben. Weil das, ja, das widerspricht sich ja irgendwo. Das ist dann das große Problem von Alariel. Und wenn ich das Banner nicht mithole, was ist Alariel dann? Ein besserer Lebensmagier. Oder besser würde ich noch mal sagen, ich würde eher sagen, ein teurer Lebensmagier. Kann auch Licht spielen, klar. Aber die Elfen profitieren meiner Meinung nach nicht so stark von der Lichtmagie. Nicht, dass die Lehre schlecht ist, die Lehre ist sehr, sehr gut. Aber für die Elfen gibt es schlichtweg, und das meine ich jetzt für alle Elfen, deshalb sage ich auch allgemeine Elfen und nicht Hochelfen, gibt es bessere Magieschulen als Licht. Weil wir von der Initiative wenig profitieren, bisschen schon, klar, je nach Situation. Und schlägt immer zuerst zu, haben wir Gott sei Dank eingebaut. Und ja, was gibt es da noch? Dass der Gegner sich nicht bewegt, kann gut sein. Das kann jeder Armee gut gefallen. Aber reine Beschussarmeen halten sich nicht besonders lange. Wenn ich jetzt nicht gerade Zwerg heiße oder eventuell noch Imperium. Und ja, dann wird es auch schon eng. Von daher, Alariel ist jetzt nicht so besonders stark, meiner Meinung nach. Also, da gibt es einfach stärkere. Das ist jetzt mal so meine Meinung, was Alariel betrifft. So, wir haben jetzt hier alle Haare soweit mal mit, ich zeig's euch nochmal, dieser Farbe hier bepinselt. Verdünnen nicht vergessen, ne? Ganz wichtig. Und da die vorderen jetzt schon getrocknet sind, werde ich ganz kurz Pause machen, werde die nächste Farbe holen, das wird eine Wash sein. Und dann machen wir einfach mal weiter mit den Haaren. Bis gleich. Ja, da bin ich auch schon wieder. Farbe habe ich geholt. Einmal zum Zeigen. So seht ihr sie. Und die werden wir jetzt auf die Haare auftragen und werden damit schon mal so einen kleinen Schatteneffekt hervorrufen. Was ich meistens mache, wenn ich jetzt diese Shades nicht nochmal verdünne, das muss man einfach auch manchmal machen, dann klipse ich mir meistens aus einem alten Gussrahmen einfach ein kleines Stückchen raus. Das habe ich jetzt auch gerade gemacht. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes hier. Und mit der Deckel ordentlich offen bleibt, klemme ich mir das hier dahinter. So. Und dann bin ich auch schon startklar. Das stellen wir mal hier auf die Seite. So. Habe ich mir angewöhnt, ich nehme das immer hier oben aus dieser Kappe raus. Irgendwie, keine Ahnung, kann ich es dann besser dosieren oder wie auch immer. Was ist wichtig? Ich benutze nicht zu viel davon. Ich lade meistens den Pinsel einmal komplett voll. Was nicht, warte mal. Vielleicht seht ihr das so. Und dann streiche ich davon wieder ein wenig weg. Ich versuche es mal so, vielleicht erkennt man es so besser. So. Könnt ihr mal sagen, was besser ist? Ja, also so mache ich das dann. Und dann einfach wirklich in Strähnenrichtung versuche ich dann das Ganze aufzutragen. Ihr seht schon die Shades, oder ja gut, jeder kennt eigentlich die Shades, laufen dann schön in die Rillen und in die Vertiefung rein. Wo dann noch ein bisschen was fehlt, kommt dann noch mal ein bisschen Shade hin. Und das reicht auch schon. Also da muss jetzt gar nicht so viel drauf. So ist das schon sehr gut. Auch hier oben, das lassen wir dann einfach schön trocknen und erreichen dadurch eine schöne Tiefe in den Figuren.
hier in dem Fall in den Haaren. Und haben hier auch schon gleich, wie ihr hier seht, so einen kleinen Schatteneffekt drin, weil wir ja nicht alles oder die ganzen Haare hundertprozentig bemalt haben. Das sieht nachher, denke ich, ganz gut aus. Auch hier jetzt an diesem kleinen Pferdeschwanz. Zack, wunderbar. Damit ist der erste auch schon fertig. Der kann sich jetzt wieder zurückstellen und so machen wir das weiter. Ja, ich war ja eben über die besonderen Charaktermodelle am Reden. Dazu ist mir noch ein tolles Thema eingefallen. Unsere lieben Verwandten, die Dunkelelfen. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch hat. Ich habe es nicht. Aber einer in unserer Spielgruppe spielt Dunkelelfen. Hat mich da auch mal reinlesen gelassen. Und ich würde sagen, durch die Bank haben die Dunkelelfen die meisten besonderen Charaktermodelle, die richtig, richtig stark sind. Also, da könnt ihr ja mal eure Meinung dazu schreiben, was ihr von diesen besonderen Charaktermodellen haltet. Ich halte sie alle durch die Bank für extrem, extrem stark. Machen bestimmt auch sehr viel Spaß zu spielen. Aber vom Grundsatz her haben die schon richtig Power, würde ich sagen. Weil die entweder unfassbar starke Sonderregeln haben oder so viele Attacken und Stärke, und da fällt mir das gerade Helebronn ein dazu. Also das ist schon beängstigend, was bei den Dunkelelfen da los ist. Was halte ich davon? Es ist immer schwierig zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist, ne? Das ist wirklich schwierig. Das muss, glaube ich, jede Spielgruppe für sich selber wissen. Hier habe ich übrigens nochmal Haare vergessen. Ich glaube, das habe ich eben erklärt, dass das ab und zu passiert. Das malen wir dann einfach nach. Ich stelle mir die Figur dann immer zur Seite, um zu wissen, hier fehlt noch ein Arbeitsschritt. In dem Fall fehlt hier das Shaden. Er kommt jetzt hier auf die Seite. So, ja. Was soll ich sagen? Dunkelelfen. Dunkelelfen, das Armeebuch an sich ist schon sehr stark, aber wenn ich hier Hochelfen anmale und Vampire im Schrank stehen habe, sollte ich vielleicht nicht rumheulen, weil beide Bücher haben ihre Berechtigung, oder alle drei Bücher in dem Fall sogar, und sind alle sehr stark. Aber was die Dunkelelfen meiner Meinung nach den Hochelfen voraus haben, ist, dass die wirklich, wenn man mit besonderen Charaktermodellen spielt, die Dunkelelfen einem das Leben wirklich richtig, richtig schwer machen können. Und wenn jetzt, das ist jetzt eventuell, wenn ich das Video hier online stelle, auch schon wieder ein alter Hut, nach Gerüchten die 9. Edition rauskommen soll und diese sich ein wenig an Nagash Endzeit orientieren sollte. Auch hier habe ich den Pferdeschwanz vergessen, sehr unkonzentriert. Ja, wenn der sich an Endzeit irgendwie anlehnen sollte und man 50% Kommandanten spielen darf, wie man das bei Endzeit darf. Leute, das wird für die Dunkelelfen nochmal ein richtiger Push. Weil das spielt unser Mitglied in unserer Spielgruppe sehr gerne. Malekith ist so schon, wie soll ich das sagen, eine, entschuldigt den Ausdruck, fiese Sau. Aber Malekith auf einem Schwarzdrache, das macht keinen Spaß. Weil, drauf zaubern will man nicht, weil er seinen tollen Anti-Spell-Shield hat. Drauf schießen, ja, kann man. Effekt. Klar, Kanonen machen da Spaß. Das war's. Wenn man keine Kanonen hat, hat man ein Problem. Oder halt eben Speerschleudern oder was äquivalent ist. Tjo. Deshalb, was tun? Also Malekith auf Schwarzdrache, weil er dann auch spielbar wird mit 50% in den Kommandanten, ist ein Problem. Oder halt eben Malekith plus ein, da hätten wir es nur auf Englisch ein, Supreme Sorceress, Meisterzauberin, sage ich jetzt mal. Ja,
da kann man als Gegner eigentlich nur hoffen, dass nicht irgendwie mal eine 10er plus Magiewürfelphase rauskommt, weil auch die Dunkelelfenmagie ist meiner Meinung nach der Hochelfenmagie überlegen. Also dunkle ist deutlich stärker als die weiße Magie meiner Meinung nach. Und ja, wenn dann noch so zwei mächtige Magier daherkommen, die sich dann ja auch wieder Magiewürfel basteln können, nenne ich es jetzt mal. Und wenn beide Zauberer diesen Grundzauber wählen, boah, das werden Magiephasen, die werden wenig Spaß machen. Dann wählt noch einer tot. Ich glaube, tot war es, wo es nochmal Würfel zurückgeben kann. Ja, dann gute Nacht. Das sind Magiephasen, die sind nicht lustig. Und ich als Vampirspieler spiele eigentlich sehr gerne mit meiner Magie. Also ich bin da weniger nahkampforientiert, weil man das ja heutzutage als Vampir eigentlich gar nicht mehr sein kann. Aber ich bin tatsächlich einer, der nicht mehr, oder im Moment nicht, mit roter Wut spielt. Ja, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, der hat's nicht mehr alle. Beste Vampirkraft überhaupt und er spielt sie nicht. Ja, rote Wut ist, und da braucht man, glaube ich, nie drüber diskutieren, unfassbar mächtig. Also einfach mal so wie Archeon auf 10 Attacken mit einem Vampir kommen, ohne vielleicht noch ein Schwert zu nehmen, das einem mehrere Attacken gibt oder wie man das auch immer, ne, wie man den ausgestalten will, meistens ja mit Ogerklinge, sogenannten Blenderlord. Braucht man nichts drüber zu sagen, das ist mächtig ohne Ende. Aber ich mag die Magiephasen. Ich habe früher mal Chaoskrieger gespielt, Tzeentch, als es noch, weiß nicht, das war ja, glaube ich, jeder vor der Edition, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo man noch Magiewürfel anhand der gesamten Stufen bekommen hat. Und dann mit Tzeentch hat jede Einheit, glaube ich, auch nochmal Würfel generiert. So irgendwie, dann bin ich da so mit 17, 18 Magiewürfeln rumgerannt. Und ja, hab mir einen Wolf gezaubert. Also das war schon ganz großes Kino. Und da bin ich immer noch so ein bisschen drauf hängen geblieben. Demnach mag ich die Magiephasen. Demnach hasse ich es, wenn ich Doppel 1 würfle bei meinen Magiephasen und weiß, jo, der Gegner hat einen Würfel, channelt von mir aus noch und hat so viele wie ich, zwei Würfel, und es ist ein 50-50 Chance, weil bei mir im Umfeld spielt eigentlich so gut wie jeder immer einen Stufe 4 Magier, was ja eigentlich auch schon fast zum guten Ton gehört. Und ja, was soll ich sagen? Das kann ich ja gar nicht leiden. Ne? Jetzt löst ich hier die Base. So. Ja, also das mag ich nicht. So, was tun? Black Periarch, also schwarzer Periarch, ist eine Möglichkeit. Aber, hab ich übrigens versucht, aber auf einem Vampir-Lord, ich weiß nicht. 55 Punkte für dieses Item. Wie schütze ich meinen Lord? Man muss natürlich immer die Angst haben, dass irgendeiner daherkommt, der auch was drauf hat und einem den Vampirlord wegtritt. Das geht recht schnell, meiner Meinung nach. Natürlich ist so ein Vampirlord nicht aus Pappe, aber der ist meiner Meinung nach gut zu besiegen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt ein Dämonenprinz dafür sein, um so einen Vampirlord wegzukriegen. Und ja, dann wird mal eine Runde gecrumbled. Das will keiner, außer der Gegner. Nee, also das will man im besten Willen nicht. Und demnach habe ich mir überlegt, okay, Magiephase über Black Periarch geht nicht. Das kann ich für mich nicht verantworten. Ist jetzt ein bisschen theatralisch, aber naja. Also was tun? Ganz einfach. Ich habe mir gesagt, okay, schwarze, rote Wut, geh weg.
Ich brauche dich nicht. Und ich spiele Meister der schwarzen Künste. Ich habe mir das recht lange überlegt, ob das überhaupt sich rentiert, weil, um Gottes Willen, 75 Punkte für einen Reroll von einem Würfel, im Prinzip 6-mal Reroll, wenn es gut läuft. Boah, und dann keine Garantie, dass da was Besseres dabei rauskommt, weil, was passiert? Ich würfel eine, sagen wir mal, Durchschnittswurf 4 und eine 3. 7er Magiephase ist eigentlich was Gutes. So, was kann ich machen? Ich würfel die 3 neu, habe das Potenzial auf eine 6, eine 10er Magiephase, damit während dem Beispiel hätte ich 4 Würfel mehr wie mein Gegner, damit kann man die Magiephase schon ganz schön dominieren. Was ist aber, wenn ich aus der 3 eine 1 mache? Dann habe ich 4 Würfel, da habe ich 5 Würfel, Entschuldigung, mein Gegner 4, so rum. Ja, da geht mal eventuell mit viel Glück noch ein Spruch durch. Und das war's. So, das war die Kernüberlegung hinter diesem ganzen Meister der schwarzen Künste. Da habe ich mir gesagt, okay, komm, muss getestet werden. Und, das mag jetzt Glück sein, aber für mich funktioniert's. Ich benutze den die Vampirkraft eigentlich recht defensiv. Das heißt wirklich bei, eigentlich nur bei 1 und 2. Außer ich bin gerade einigermaßen stark unterwegs, dann benutze ich die auch schon mal bei einer 3. Aber sonst wirklich nur bei einer 1 und bei einer 2 und da ist die Erfolgschance dann doch recht hoch, dass was Besseres dabei rauskommt. Und ich habe nicht selten dann schon mal aus einer schlechten Magiephase, besser gesagt aus einem schlechten Wurf, einfach mal so 10 Magiewürfel gemacht. Ohne Channel. So ohne das Kanalisieren. Das ist dann schon wirklich heftig. Zudem spiele ich meistens einen Mortis-Schrein mit den blasphemischen Schriften. Und dass ich dann nicht so viel Angst vor den Kontrollverlusten haben muss. Zumal die dann recht wenig passieren. Also man legt es dann eigentlich auch fast nicht mehr drauf an. Ich auf jeden Fall nicht. Ich versuche wirklich über die Masse meiner Würfel dem Gegner die Sprüche aufzuzwingen, die ich haben will. Das klappt mal nicht. Das, ja, muss dann, ja, das kommt wirklich aufs Spiel an. Die Kontrollverluste sind dann auch nicht so schlimm. Ich kann euch ja dann mal erzählen, wie mein First weiterhin aussieht. Er ist dann ein wenig mehr auf die Defensive ausgelegt. Hier war mir ein Gedanke folgender. Ein Vampir-First, einfach nur die Statline, ist schon sehr beeindruckend. Wenn ich dagegen die Menschenvölker hole, also Imperium, Bretonen, können mit dieser Statline eigentlich nicht mithalten. Einfach mal wirklich nur Buch aufschlagen, reingucken. Da findet man diese Werte selten. Natürlich, klar, der kostet 220 Punkte, glaube ich. Basic. Also so nackt. Ohne alles. Das ist schon eine Ansage. Also, das darf man nicht verkennen. Aber da habe ich mir einfach gedacht, worauf ich jetzt hinaus wollte, ich schweife ab. Der kann was. Der kann auch so schon was. Das heißt, ich sorge einfach mal dafür, dass der auf jeden Fall die Nahkämpfe überleben sollte. Das ist ja meistens so ab der zweiten, dritten Runde im Nahkampf. Das heißt, dass er 3 ganze Runden, meistens dann 6 Nahkämpfe, je nachdem wie es läuft, überlebt. Dass er aber auch noch genug Kampfergebnis rausholen kann für, ja, Crumble will, wie gesagt, ja keiner. Das böse Wort. Wie habe ich das gemacht? Idee ist dann folgende. Man geht hin, nimmt sich Rüstung des Schicksals, Dämmerstein,
Das sind 75 Punkte. Damit steht er schon mal sehr gut da. Dann für die blasphemischen Schriften ein wenig auszugleichen noch den, wie heißt der Stab? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der Stab, bei dem ich Kontrollverluste wiederholen darf. Also einmal. So, der kommt dann noch dazu. Und das ist quasi das Kit. Was ich dann noch dazu mache ist, ist diese Vampirkraft, zauberndes Wesen heißt das glaube ich, mit der Gegner einen um 3 erschwerten Moralwerttest bestehen muss, sonst muss er Trefferwürfe wiederholen gegen mich. Damit kann ich mit fast allem in Herausforderungen spielen. Also ganz weniges, was mich da wirklich noch instant aus den Latschen treten kann. Zumal ich mich ja dann immer noch mal hochheilen kann, weil meine Magiephasen weiterhin recht stark bleiben. Ich habe immer noch viele Buffs, die ich wirken kann. Ich kann Fluch der Jahre wirken. Und bei jedem Erfolgreichen bekomme ich ein Leben zurück. Sollte ich dann auch mal Schaden machen, was jetzt gar nicht so selten passiert, dann kann ich mir durch den Durst auch nochmal Leben zurückholen mit ein bisschen Glück. Von daher, der steht wirklich sehr stabil, da kann man gar nichts sagen. Das ist schon richtig gut. Jo, so spiele ich meinen Vampir First. Trefferwürfe wiederholen kann man sich über Zauber holen, da brauche ich nicht unbedingt, schlägt immer zuerst zu. Eine Lanze hat er noch und sitzt auf einem gepanzerten Nachtmeer. Brennt bei mir mit den Fluchen damit. Quasi als Bus. Das ist so ungefähr das Kit, wie ich den spiele. Oder ne, eigentlich genau das Kit, das ich spiele. Und macht mir aktuell am meisten Spaß. Ich habe die ganze Zeit einen Rote Wut First gespielt. Zum Umdenken kam ich auf dem letzten Turnier. Klar ist wieder eine andere Situation. Auf dem Turnier habe ich gegen Waldelfen, gegen Cambry und am Schluss gegen Chaoskrieger gespielt. Mein Vampir First, er war zu Fuß, das ist der Unterschied natürlich zu Pferd. Rote Wut, ne, das volle Programm, magische Waffe, Stärke 7 und gib ihm. Also wirklich rein auf Vernichtung ausgelegt. Meine Gegner haben da sehr gut gespielt, ich habe mich manchmal ein bisschen doof angestellt. Hat genau einen einzigen Nahkampf gesehen. Und zwar gegen die Waldelfen, erster Gegner, und hat da natürlich eigenhändig es geschafft, 4 Späher zu töten. Ne, diese Kundschafter oder was das, wie die heißen, keine Ahnung. Ja, das war's. Sonst hat er ein bisschen rumgezaubert, das war's. Das Turnier war sehr erfolgreich im Endeffekt, aber ich habe mich nach dem Turnier gefragt, ich habe hier ein, weiß nicht, 500 irgendwas Punktemodell dabei, dass ein Nahkampfmonster sondergleichen ist. Und was hat's gemacht? Nüscht. Auf gut Deutsch. Gar nichts. Es hat 4 Späher getötet. Und dann habe ich mich so an manche Situationen erinnert, wo ich gedacht habe, Mann, hier in der Magiephase, die hätte es mir nochmal ein wenig einfacher machen können. Und da ist so diese Idee entstanden mit dem, naja, ich versuche mal was, ich guck mal, wie kann ich meine Magiephasen weiter pushen. Da kam für mich dann der Mortis-Schrein ins Spiel und so weiter und so fort. Und bis ich das alles soweit fertig hatte in meinem Kopf, kam ich auf diesen Lord. Der Lord war am Anfang noch so ein Hybride aus Nahkampf und Magie. Da habe ich mir aber dann auch überlegt, wie ich euch jetzt erzählt habe, nein, Nahkampf reicht, was er so kann. Mehr muss der nicht können. Lanze finde ich immer gut, weil da kann man immer mal hingehen und sagen, in meinem Charge habe ich Stärke 7. Die tut jedem weh. Das ist schon, ja. Wenn man nicht so viel Angst vor Kontrollverlusten hat wie ich, habe da glaube ich eine kleine Phobie oder sowas, dann kann man immer noch sagen, okay, die 25 Punkte in diesen Stab, Erdnerstab glaube ich heißt er, jetzt müsste ich drauf gekommen sein, den investiere ich in zum Beispiel ein Schwert der Macht,
dann habe ich immer solide Stärke 6. Das ist dann eine andere Idee. Dann bin ich nochmal ein bisschen offensiver ausgerüstet und habe auch gleichzeitig nicht so den Stress, dass ich ab der zweiten Runde nur noch mit Stärke 5 darum turne. Und habe so ein bisschen einen Kompromiss zwischen dem Ganzen. Jo. Jetzt habe ich euch mal ein bisschen zugelabert. Ihr konntet mir ein bisschen beim Malen zusehen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich stelle mal exemplarisch, ja, hier der Champion, den stellen wir mal nach vorne. So, versuchen wir mal, ihn ein bisschen einzufangen. So, ungefähr. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, bitte gerne posten, immer her damit. Ich werde versuchen, das hier ein bisschen öfter zu machen, weil auch hier die Hochelfen möchte ich fertig bekommen, wie ich ja schon erzählt habe, für im November, für das Turnier. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann bis demnächst. Ciao!